Guten Abend. Ich weiß nicht wirklich, wie ich Videos anfangen soll. So eine feste Begrüßung, weiß nicht, gefällt mir einfach nicht. Egal. Das soll jetzt hier ein neuer Haltungsbericht werden, denn die anderen Videos heute, einmal das über die Nester, die es hier noch unten gibt. Und das Zeug alles. Und halt das Unboxing. Da erfährt man ja nicht wirklich was über die anderen Ameisen. Und die hat man ja jetzt schon länger, sag ich mal, nicht gesehen. Ja. Wo soll ich anfangen? Den Messor. Die ist dort hinten. Hoffentlich gut haben. Weiß nicht wirklich, was die machen. Die lassen sich auch nicht so wirklich blicken. Wie ich ja auch schon mal im vorherigen Video gesagt habe, Futter nehmen sie nur an, wenn ich sie ihnen oben aufs Nest lege. Ja, was soll ich noch anderes zu denen sagen? Ich weiß nicht wirklich, ob die Kolonie gewachsen ist. Ich denke ein bisschen wegen dem Erdnest. Aber das nervt mich mittlerweile schon ein bisschen an mit dem Erdnest. Also, weil es ist immer so halt so die Ungewissenheit. So Erdnester würde ich wirklich erst machen lassen, wenn man eine Kolonie hat, die über 100, 200 Arbeiterinnen raus ist. 300 oder 500 sogar. Die passen ja locker in all so ein Erdnest rein, aber jetzt ist es so, 40 Arbeiterinnen sieht man daran einfach nicht. Man kann jetzt hinten ein wenig die Gänge erkennen, man kann vorne nicht mehr wirklich die Gänge erkennen, nur noch weiter unten. Und dort sieht man jetzt auch vielleicht noch ein bisschen die Brut, das Weißliche da. Haben auf jeden Fall Brut, aber wirklich viel ist es nicht. Oder zumindest. Eieieiei. Nicht runterkrüppeln. Ja, ich werde da wahrscheinlich irgendwann mal Ytong-Nester. So wie. Das hier machen. Also halt so dünn auf die Größe davon zuschneiden. Also 2 cm, vielleicht kann man das ja auch im Baumarkt noch so zuschneiden lassen. Soll ich mal eine 10 cm Platte. Und dann werde ich da die Nester reinbohren. Bei denen wahrscheinlich so, dass die sichtbare Nestseite auf der hinteren Seite liegt, hier. Der Vorteil daran ist, dass ich dann eine rote Folie hinten anbringen kann. An der eigentlichen Glasscheibe vom Außending und die Ameisen können nicht an den Kleber der roten Folie oder so oder sich dran verkleben oder was weiß ich, was die noch machen. Und bei denen würde ich dann vielleicht sogar durchgehende Nester machen, die also einmal 2 cm durch sind und ich überlege auch, vielleicht mache ich das bei denen auch. Da muss ich mal gucken. Ja, das war es jetzt erstmal zu denen und jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Lasius. Die sind, wie man ja in kleineren Videos von denen schon mal ein bisschen gesehen hat, sind die doch noch ordentlich gewachsen. Man sieht da gerade eine Arbeiterin foragieren. Ein Heimchenbeinchen konnten sie reinschaffen und dort hinten, genau über meinem Finger, ist noch etwas Heimchen, das sie wahrscheinlich schon komplett leer haben. Heimchen ist ja etwas nährstoffarmer, ärmer, aber beinhaltet aber so gut wie gar kein Fett, was natürlich auch gut für die Ameisen ist. Also es ist immer so ein bisschen zwiespaltig, zweischneidiges Schwert, muss man immer so gucken.
Ja, ich schätze, die sind jetzt über 50, denn wie man jetzt vielleicht vor dem Reagenzglas erkennen mag, sind dort super viele Puppenschalen. Das ist echt der Hammer. Ich werde davon sicherlich noch mal gleich im späteren Verlauf des Videos eine Nahaufnahme machen. Vielleicht schneide ich dieses Video sogar. Ja, das mache ich, glaube ich. Ja, das war all zu den Lasius. Jetzt weiter zu den Cerviformica und den neuen Camponotus nicobarensis. Denn ich möchte die mal so ein bisschen vergleichen nebeneinander. Einmal, ja, Reagenzglas von denen ist größer, obwohl ich das nicht wirklich für nötig halte. Messer kann man ja auch in so ganz normalen 15 cm langen und 1,6 cm breiten Reagenzgläsern, glaube ich, halten. Und die sind doch noch größer, also Messer Barbarus zumindest. Davon rede ich ja auch. Ich hab dir. Und ja, ich weiß nicht, wieso Mayence die so versandt hat. Eine andere Sache, die ich nicht weiß, ist, warte, wieso ich drei Autogrammkarten bekommen habe. Also keine so Visitenkarten, stimmt, so heißen die. Drei Stück. Meine sind zwar ganz schick. Also hier mit Ponerienart, ich schätze Paraponera clavata drauf, aber wirklich brauchen tue ich die nicht. Naja. Soll jetzt auch mal weiter über die Ameisen gehen. Ich glaube, ich muss mal kurz das Terrarium verschieben. Darauf war ich jetzt nicht so vorbereitet. Tut mir leid. Stativ ein bisschen nach hinten. Und jetzt weiter. Eieiei. Na. Jetzt reicht's aber mal langsam. Alles stupse ich hier gerade an. Muss ich alles mal nach dem Video hier runter tun. Nicht, dass da noch was Wichtiges wie ein tolles Nest runterfällt. So. Jetzt mal. Reagenzgläser kann ich ja noch so ganz gut hochheben. Ja, man sieht, beiden Königinnen geht's gut. Ich habe jetzt 11 Arbeiterinnen gezählt, sind aber, denke ich, 12 oder 13. Das Reagenzglas ist hinten verdreckt. Wassertank ist auch nicht mehr so voll. Ah, apropos, bei den Lasius ist es auch nicht mehr voll. Oh, und die brauchen jetzt wirklich dringend was Neues. Das bekommen die jetzt morgen. Ich muss ja jetzt heute den Rest fertig machen. Also ich bin mal als gleich mit Lehm. Und andersrum. Mal so ein bisschen als Vergleich. Hier lässt sich schlecht sehen, aber ich denke, es ist okay. Die Camponotus nicobarensis, ich muss sagen, die Mino-Arbeiterinnen von denen sind wirklich eigentlich genauso groß wie eine Cerviformica fusca-Arbeiterin. Und die Königin ist 3 mm länger. Also nicht wirklich viel länger. Ja. Und jetzt
kann ich es mal übereinander halten. Für die Leute, die das mögen. Ja, leider ist schon etwas spät, aber so kann man ja, glaube ich, die Königin ganz gut sehen. Also es sind 3 mm. Ich muss aber auch sagen, dass meine Serviformica-Königin wahrscheinlich etwas größere sind. Und die hier wahrscheinlich eine etwas kleinere. Camponotus nicobarensis, aber soll mir recht sein. Sie sieht sehr, sehr schön aus. Was ich noch anmerken muss bei den Camponotus nicobarensis hier, mir gefällt nicht wirklich, dass die hier mit Stahlwolle als Stopfen versendet wurden. Ja, ich weiß nicht, also es sieht einfach nicht so schön aus und ist, denke ich, auch mal für die Ameisen nicht ganz so schön. Und hier neben noch die Camponotus lignipertus, möchte ich jetzt nicht zeigen, aber da sieht man wirklich, die ist locker 5 mm länger und dadurch, dass sie halt länger ist, auch breiter und generell größer und wirkt muskulöser. Also wenn man eine, habe ich gerade Lignipertus Königin gesagt? Das ist eine Herculeanus. Aua. Generell, wenn man eine größere Camponotus-Art halten möchte, dann sollte man wahrscheinlich lieber hier eine der heimischen großen nehmen. Oder halt eine exotische, aber nicht die Camponotus nicobarensis. Die sind nämlich nicht so groß. Ja. Das war es jetzt. Hier nochmal ein Überblick über den gesamten Ameisentisch. Die Spritze da hinten steht aufrecht, weil die sonst ausläuft. Und rechts ist noch, ja, die Nester und so. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Kommentiert doch mal und guckt bitte noch ja, andere Videos von mir oder zumindest noch vielleicht mal, wenn ihr Zeit habt, das Laber-Video, wo ich etwas über die Nester rede. Und da wollte ich nämlich jetzt auch nochmal ein bisschen was zu fragen. Und zwar an die Leute, die es jetzt, die sich etwas besser mit Ameisenhaltung auskennen. Das Nest hier aus Ytong, hier mit Gips ausgestrichen, für die Serviformica fusca, ist es schlimm, dass wenn ich jetzt hier durchgehe, ein kleines bisschen Staub an meinem Finger ist? Also es ist nicht viel, aber es ist etwas dran. Ich werde zwar auch nochmal wirklich aussaugen, aber ich weiß nicht, ob das so wirklich was hilft. Also ist das super schlimm? Wenn ja, gerne Hilfe. Und ja, wie man das Abgesprungene hier dran kleben könnte. Gips hat nicht funktioniert, das abgesprungene Teil liegt jetzt gerade auf dem Boden. Und vielleicht hilft der Silikon, vielleicht wissen es einige von euch besser. Ja, wäre nett, wenn mir damit geholfen werden würde. Ja. So, jetzt sollte ich nichts mehr vergessen haben. Und dann werden jetzt wahrscheinlich nochmal ein paar Nahaufnahmen drangeschnitten. Genau. Ich bin jetzt der Insektenprofi und sage dauerhaft genau. So. Das sind jetzt die Nahaufnahmen von den Lasius niger. Man sieht hier Puppen. Da drüber Puppen. Da drüber Larven. Ein Heimchenbeinchen. Und Arbeiterin. Und dort hinten jetzt
wieder mal am Wattebausch und unglaublich schwer zu erkennen. Die Königin. Sehr, sehr schade. Aber ich denke, man kann ganz gut sehen, dass die sehr, sehr viel Nachwuchs bekommen werden. Und die hören echt nicht auf zu wachsen. Also kann ich sagen, dass ich die Lasius Niger jedem als Zweitkolonie empfehlen kann. Oder auch als Erstkolonie, wenn sie diese Größe hat. Oder halt so als Zweitkolonie, wenn man eine haben möchte, die, ja, wie soll ich sagen, nicht noch in der Gründung steckt. Auf zu den Cerviformica fusca. Die sind ja hier. Die eine Königin hängt hier dauernd am Anfang rum und sie lagern hier komischerweise auch, wie man hier zu sehen vermag, Brut. Andere Königin ist da. Dort ist auch noch etwas Brut. Hier ist Brut. Und Arbeiterin. Hier hinten ist unerkennbar wegen Kondenswasser und Schmutz. Obwohl ich mich frage, wie der ganze Schmutz hinkommt. Ich meine, ich habe schon dreimal so viel Schmutz hier rausgeholt, als es mir zu voll wurde. Und es kommt immer noch was raus mit Watte. Na. Dann weiter auf zu den Camponotus nicobarensis. Hier sieht man die Königin. Die ist wohl tot. Und hier hinter Arbeiterin. Ich hoffe, denen geht's noch gut, denn das sieht nicht so gesund aus. Merkwürdig. Die anderen Arbeiterinnen, die dort unten sind, sehen auch tot aus. Vielleicht muss ich die reklamieren. Das wäre sehr, sehr schade. Dann eine kurze Nahaufnahme der Königin, die ich selber gefangen habe. Ist groß. Mehr kann ich zu der Herculeanus hier nicht sagen. Und hat Eier. Und jetzt nochmal eine Aufnahme der Messer, die man sicherlich schon kennt. Da Brut. Na. War eigentlich alles. Bei denen gibt es im Moment nicht mehr zu sehen. Deswegen werde ich ab jetzt wahrscheinlich keine Erdnester mehr benutzen. Das war's. Das Ende vom Video ist das jetzt. Ich hoffe, wir haben diese Nahaufnahme.